Dankeschön. Woo, yeah. Ja, hallo. Ihr seht, ich bin nicht ganz allein auf der Bühne. Ich habe euch was mitgebracht, denn was ich hier so auf der Bühne mache, ist quasi keine reine Stand-up-Comedy. Ich nenne es immer ganz gerne ulkige Musik. Und deswegen frage ich dich, Nightwash, hast du Bock auf ulkige Musik? Woo. Das trifft sich sehr gut, denn ich habe diese Gitarre vor kurzem gewonnen. Ich habe sie gewonnen im Happy Meal. Habe ich tatsächlich letztens gesehen. Man kann beim McDonald's Monopoly im Happy Meal eine Gitarre gewinnen. McDonald's Monopoly kennt jeder. So Sticker abziehen von der Verpackung. So, ja, yeah, noch ein Burger. Es ist quasi fett werden mit Nervenkitzel. Und ich habe mich gefragt, was erhofft sich eine Weltfirma wie McDonald's von dicken, fetten Kindern, die Gitarre spielen? Ich habe es nicht verstanden. Also wahrscheinlich erhofft sich McDonald's davon, dass diese Kinder zu McDonald's gehen, sich ein Happy Meal kaufen, da dann eine Gitarre gewinnen, mit der Gitarre nach Hause gehen, da probieren Gitarre zu spielen, dann aber merken, dass ihre Finger viel zu dick und wurstig sind für die dünnen Saiten. Dann aus Frust zu McDonald's gehen, sich ein Happy Meal kaufen, dann eine Gitarre gewinnen, mit der Gitarre nach Hause gehen, da probieren Gitarre zu spielen, dann aber merken, dass ihre Finger viel zu dick und wurstig sind für die dünnen Saiten und dann aus Frust zu McDonald's gehen und ihr merkt, es ist ein Teufelskreis und irgendwann stehen diese dicken, fetten Kinder mit ihrer Gitarre auf der Nightwash-Bühne in Köln und probieren lustig zu gehen. Deswegen bin ich heute Abend hier. Und dick und fett ist auch schon das richtige Thema, denn ich habe tatsächlich, man sieht es mir vielleicht nicht direkt an, aber ich habe wirklich einen Body-Mass-Index von 32,6. Das sind umgerechnet etwa 70 D-Mark. Und mir ist aufgefallen, dass sich fettleibige Menschen am Tag ganz andere Fragen stellen als normalgewichtige Menschen. So Fragen wie zum Beispiel: Kann man Coca-Cola mit Käse überbacken? Es geht nicht. oder eben auch die Frage, macht das Leben so überhaupt noch einen Sinn? Ja, ich musste mich tatsächlich vor kurzem dieser Frage stellen, weil mich vor 3-4 Monaten meine Freundin verlassen hat, weil ich ihr zu dick war. Ja, nee, es war nicht die Freundin, es war die Gummipuppe. Ich habe mich draufgelegt, puff, geplatzt. Ja, und in dieser Gefühlslage des Verlassenwordenseins habe ich ein Lied geschrieben, das auf den ersten Blick gar nicht so lustig ist, auf den zweiten Blick aber schon. Und das würde ich euch jetzt gerne spielen. Es ist zu dick und Nightwash, das ist nur für dich. Früher schon gewusst, was aus mir nochmal wird, dann wäre ich wohl besser schon im Sandkasten krepiert. Mir kämen spitze Gegenstände dann ständig in die Hände und ich würde wollen, dass mir etwas Schreckliches passiert. Wenn ich heute in den Spiegel schau, sehe ich einen Mann, der sich nicht länger als 5 Sekunden im Spiegel ansehen kann. Und wache ich morgens auf, immer noch derselbe Schwabbelbauch und dieselbe Speckfresse, weil ich zu viel Speck fresse. Früher wollte ich Arzt werden, was bin ich nun? Etwas anderes mit Arzt sein hat's nicht viel zu tun. Oh, ich werde es beenden, meine Zeit nicht mehr verschwenden. Geh in den Wald mit einem Strick und dann... Ach nee, dafür bin ich ja zu dick. Zu dick. Dafür bin ich ja zu dick. Da reißt der Strick, da reißt der Strick. Woo! Zu dick. Oft habe ich schon versucht, einfach die Luft anzuhalten, doch das Ganze scheint sich leider eher schwierig zu gestalten. Auch ein Verkehrsunfall bringt mich wohl nicht ins Grab, weil ich nicht Fahrrad fahren kann und keinen Führerschein hab. Der Kopfschuss könnte sein, hab leider keinen Waffenschein. Tabletten nur nicht heut, war immer schon ein Zäpfchenfreund. Vielleicht der goldene Schuss, wobei ich ehrlich sein muss, vor Spritzen hatte ich immer schon Angst. Ich gehe hinaus und ich nehme nichts mit an einen Ort, wo das Meer gegen die Klippen spritzt. Und ich springe hinein, es scheint das Ende zu sein. Gott wartet im Himmel schon bei Drogen, doch Fett schwimmt oben.
Fett schwimmt oben, dafür bin ich ja zu dick. Danke. Fett schwimmt oben, dafür bin ich ja zu dick. Fett schwimmt oben. Ich bin bereit, ich fahr zum Aussichtsturm herauf. Bald ist es vorbei, dieser ewige Hunger in meinem Bauch. Ich bin bereit, bereit herunter zu schmettern, aber leider viel zu dick, um das Geländer hochzuklettern. Doch eigentlich gut, wenn man für Suizid